Herzlich willkommen zurück zu Zelda Twilight Princess HD. Wir sind beim letzten Mal mit dem komischen Schattenvogel oder so hier hochgeflogen zum, ich glaube, Oberlauf des Zora-Flusses oder so heißt es. Moment. Einfach der Zora-Fluss. Okay. Ja gut. Soll mir egal sein. Was haben wir hier? Oh. Was in aller Welt machen diese Zoras eigentlich? Der Fluss ist völlig ausgetrocknet. Wie kann das nur passiert sein? So kann ich ja wohl kaum arbeiten. Ist das kalt? Ach, wenn es doch nur etwas wärmer würde. Warum ist es mir kalt? Warum ist denn das generell hier so kalt? Das hat ja Mittag am letzten Part auch schon gesagt, dass hier irgendwie kalt ist. Irgendwie. Hä, wie komme ich denn jetzt dahin? Muss ich hier rüberspringen oder was? Hey. Hä? Bin verwirrt. Verwirrung. Hier ist wahrscheinlich nichts Spannendes. Ups. Da hat man wieder Twitch gehört. Hä? Wie soll ich... Hä? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Was sollen wir tun, oh Sailor Moon? Kann ich hier auf dem Boden? Oh, Tatsache. Ich habe irgendwie gedacht, ich könnte hier nicht hin. Anscheinend doch. Hier kommen wir nicht hoch. Okay. Was ist denn hier überall Eis? Seltsam. Normalerweise müsste das doch eigentlich nur einfach nur Schattenwelt sein. Zora-Höhle. Okay, das sieht definitiv eingefroren aus. Das war vermutlich mein Wasserfall. Oh, Mann, was ist denn hier passiert? Hab gerade gedacht, ist das kalt hier. Und da ist doch tatsächlich alles zugefroren. Hier müssen doch eigentlich Zoras wohnen, oder? Aber man sieht hier gar keinen von ihnen. Na los, sehen wir uns zumindest mal um. Suchen wir diese Zoras. Ja, gut. Schön Spiel, wir haben zwei Schatten. Also, so langsam, muss ich ganz ehrlich sagen, sind das echt ein bisschen viele Bugs. Also, wenn das nur so ein oder zwei sind, ist das ja okay, aber das waren jetzt schon echt viele, die wir gefunden haben. Ich meine, das ist jetzt zwar nicht spielbeeinträchtigend, aber hätte man echt schöner machen können. Tut mir leid. So sehr ich dieses Spiel auch mag und so sehr ich es auch gut finde, dass sie hiervon ein Remake gebracht oder ein Remastered gebracht haben, sagen wir es mal so. Von hier aus können wir nach oben. Probieren wir es aus. Sehr schön, Mipna. Ich bin stolz auf dich. Wow. Bitte nicht erschlagen. Ach da. Danke, Eisblock. Vielen Dank. Heißt, wir müssen nochmal hoch. Nein. Manchmal verspüre ich den Drang, meinen Kopf gegen die Tischplatte zu hauen. Huch, nein, 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 alles gut. Ich wollte die auch schon machen, aber du warst noch nicht bereit. Mehr. Ich warte jetzt hier. Oh, jedes Mal erst, oh mein Gott. Okay. So weit, so gut. Da ist zu. Hier ist auch alles zu. Okay.
Und das ist? Oh. Ich sehe auch, dass wir eine Menge Freunde haben. Und wir haben schon wieder zwei Schatten. Guck mich das mal an, das sieht echt nicht schön aus. Es tut mir irgendwie voll leid, dass ich das jetzt sagen muss, aber. Das sieht halt echt nicht schön aus. Jetzt gibt es auch hier ein Portal. Dann können wir endlich warpen. Wenn du mal frische Luft in der lichten Welt schnuppern willst, sag's mir einfach. Ich bring dich hin. Warum stand Link gerade auf dem Kopf? Von unter Wasser gesehen. Hä? Hey, das sind doch die Zoras, oder? Aber sieh dir das mal an. Was ist mit denen passiert? Und? Was meinst du? In diesem Zustand können wir die doch nicht sich selbst überlassen, oder? Was meinst du? Sollen wir sie nicht wenigstens auftauen? Aber hier fällt mir nichts ein, wie wir das machen sollen. Vielleicht könnte ich ja besser nachdenken, wenn wir woanders wären. Es gibt hier jetzt auch ein Portal hier. Wir können also jederzeit zurück, wenn wir etwas finden, womit wir das Eis schmelzen können. Okay, wir sollen also etwas finden, womit wir das Eis schmelzen können. Ich weiß nicht, ob das eine Spiegelung sein soll, dass ich mit dem Schatten aber irgendwie so ein bisschen in Konflikt stehen würde. Aber entweder ist das die Spiegelung oder links steht er auch nur auf dem Kopf unten. Ich weiß. Na gut, dann warpen wir uns. Und zwar warpen wir uns zum Todesberg. Und da ist ja, als wir das erste Mal als normaler Menschen Link dahingegangen sind, dieser riesige Meteorit vom Himmel gefallen. Ich nenne es der Meteorit. Der riesige, genau der hier. Dieser Stein ist immer noch hier. Und anscheinend ist er immer noch ziemlich heiß. Den nehmen wir mit. Nämlich hierhin. Ja, bitte sehr. Also wenn das Eis so schnell schmilzt, dann muss das Wasser jetzt richtig kochen. Die armen Zoras. Möchte ich mal so anmerken. Die armen Zoras. Anscheinend haben sie es überlebt. Unglaublich, wofür man so einen heißen Stein alles verwenden kann. Findest du nicht? Also dann, den Zoras ist fürs Erste geholfen. Gehen wir. Schließlich ist das Eis gebrochen. Da dürfte auch Wasser im Heliersee sein. Also können wir auch zu diesem Lichtgeist, oder? Ja, das könnte schon hinkommen. Ich glaube, hier geht es nicht allen so ganz gut. Vielleicht sind doch ein paar gekocht worden. Ich finde übrigens, dass die Zoras in diesem Teil sehr, sehr cool aussehen. Ich meine, das sind jetzt zwar nur Helme, die sie aufhaben, ne? Aber ansonsten sehen die echt richtig cool aus. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo einen ohne Helm finden. Ja, der guckt leider nach unten. Hier können wir einen angucken.
Also Community Link. Ich finde, die sehen schon echt cool aus. Jemand, der sich nicht die Hand vor den Kopf hält. Der hat ein Ding auf. Der guckt nach unten. Der ist tot. Der ist auch tot. Der ist fast tot. Der sitzt hier rum. Der ist tot. Der ist fast tot. Der hat eine Maske auf. Na gut. Warte bitte. Was? Ich danke dir, dass du unser Volk und diese Quelle, die Hyrule mit Wasser versorgt, wieder zum Leben erweckt hast. Ich bin Lucida, die Herrscherin dieser Zora-Höhle und die Königin unseres Volkes. Wir haben das nicht unbedingt gemacht, weil wir euch helfen wollten oder so. Unsere Höhle wurde von Wesen der Finsternis überfallen und ich wurde als Warnung für unser Volk von ihnen hingerichtet. Du, der du die Gestalt eines stolzen Tieres angenommen hast. Ich habe eine Bitte an dich. Als wir überfallen wurden, bat ich meinen Sohn Rales, nach Schloss Hyrule zu gehen und die Prinzessin und Prinzessin Zelda zu unterrichten. Nun fürchte ich, er schwebt in großer Gefahr. Dass diese Furcht nicht unbegründet ist, fühle ich einfach. Ich spüre ihn immer weniger. Und nun habe ich noch nicht einmal ein Leben, das ich für ihn opfern könnte. Ich bitte dich, stolzer Held, Held in Gestalt eines Tieres. Du musst Prinz Rales helfen. Wenn du das tust, werde ich dir die Gabe des Wassers verleihen. Damit erlangst du die Fähigkeit, dich wie die Zoras unter Wasser frei zu bewegen. Bitte, hilf meinem Sohn. Sie sagt, wenn du ihm hilfst, erlangst du die Fähigkeit, wie ein Zora im Wasser zu tauchen. Was tun also, großer Held? In der Gestalt einer Bestie kannst du dem Prinzen doch nicht unter die Augen treten. Vielleicht solltest du ja davor noch dieses Land für die Welt des Lichts zurückerobern. Ja, das klingt ganz gut, Männer. Das machen wir mal. Wie zu erwarten ist natürlich der Zora-Junge, den wir bei Ilia gesehen haben, Prinz Rales. Und wie wir gesehen haben, ging es ihm nicht so ganz gut. Das Wasser hat so schnell angefangen zu fließen. Und jetzt wird der Strom anscheinend noch stärker. Das fließt jetzt bis zum Hyliasee. Warum lässt du dich nicht einfach mit der Strömung treiben? Okay, mitten, wenn du das sagst. Machen wir das. Oh ja, und wie die Strömung fließt. Na? Auch schon wach? Sieh dich ruhig um. Ich habe dir doch gleich gesagt, dass uns der Strom bis zum Hyliasee bringen wird. Und es sieht so aus, als wären wir direkt vor der Höhle des Lichtgeistes. Also lass uns gehen. Wir haben schließlich nicht den ganzen Tag Zeit. Steht das hier auf dem Schild sogar noch extra? Quelle des Lichtgeistes von Ranel. Alles klar. Ich bin der Letzte, der von den Schatten umfangenen Lichtgeister, von den Göttinnen auserwählter Held. Du hast es bis hierher geschafft. Mein Licht, das mir die Wesen der Finsternis geraubt haben, fülle es in diesen Tiegel des Lichts. Sammle in ihm den Strahlentau, der das Licht in die Welt zurückbringt. Die Schatten werden vertrieben, sobald der Tiegel vollständig mit Strahlentau gefüllt ist. Verwende dein Gespür, blöblöblöb, kennen wir schon. Die Schattenkäfer haben mein zerstreutes Licht, aber, wie du weißt, sind in den Schatten die Schattenkäfer ebenso wie die Menschen unsichtbar. Finde mein Licht und beseitige die letzten Schatten in Hyrule. In Ordnung, liebes, liebe Ranel.
Das werden wir tun. Ich würde dich nicht nochmal ansprechen, aber trotzdem nett von dir gehört zu haben. Diesmal wurde uns gar nicht gesagt, dass die alle auf der Karte markiert sind. Das können wir jetzt eigentlich gar nicht wissen. So, wo bist du denn hingelaufen, du Käfer? Einfach nur hier hoch? Ja. Okay. So, Nummer 1. Hier hinten ist noch einer. Irgendwo hier. Oh. Na toll. Nehmen wir erstmal dich mit. Du kommst bitte hier mit her. Na komm. Ja, komm. Hallo, guck mal. Du bist auch da. Na komm. Trefft euch. Trefft euch. So. So, wieder ein Portal. Das ist schon mal gut. Wo war jetzt der Käfer? Da oben. Ich sehe ihn. So. Das ging zügig. Da hinten ist noch einer. Sollen wir hinschwimmen? Oder kommen wir da irgendwie anders rüber? Ich glaube, wir müssen da hinschwimmen. Sieht mir zumindest so aus. Ja, ja, wir müssen hinschwimmen. Na gut, was ist das? Ach, ein Dora. Hä, da müsste doch eigentlich logisch gesehen dieses komische Grasgedöns, mit dem wir den Adler rufen können oder halt diesen komischen anderen Vogel da eben, unter Wasser wachsen. Weil jetzt das Wasser ja wieder im Grunde alles überflutet hat. Weiß ich eigentlich, was den. Huch, da bist du ja. Komm mit, na, was wolltest du eben? Dieses Gras da. Ist das nicht das, mit dem du den Vogel rufen kannst? Wenn du es als Flöte verwendest. Wenn du jetzt nicht flöten kannst, dann stell dich doch einfach neben das Gras und heul die Melodie. Hä, hey, müssen wir das nochmal machen? Ach, um da oben hinzukommen, ne? Oh nein. Oh nein. Nee, wir machen das anders. Wir... Hier unten haben wir jetzt alle. Glaube ich. Nochmal kurz. Ja, wir warfen uns jetzt. Warfen wir uns da oben hin. Wir müssen ja theoretisch auch noch welche sein. Ist ja immerhin dasselbe Gebiet. Okay, es scheint ihnen schon besser zu gehen, so langsam. Na los, den Kauf da. Irgendwo hier. Hä? Bin ich vorbeigelaufen? Ach, da oben. Hallo, Käfer. Komm doch ein Stück runter. Ja, komm. Komm ein Stück zu mir. So, okay. Hier war noch einer. Ist einer und hier am Rand. Ich überlege gerade, ob es sinnig ist, wenn wir hier auf die andere Seite gehen. Ich weiß es allerdings nicht. Wow. Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Nicht runterrutschen. Ich weiß nicht, ob wir hier hin müssen. Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Nee, 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 nee. Sieht nicht so aus. Hier können wir auch nicht hin. Ja gut, ich glaube, da müssen wir nicht runterspringen. Geronimo! Okay. Ah. Den kannst du da bitte drauf. Kannst du da nicht drauf. Ah doch.
Okay, und hier einer am Rand. Der ist da oben irgendwo. Ich sehe ihn nicht. Ah, hier können wir hoch. Ach, da bist du. Okay, dann war das hier anscheinend schon alles. Nee, da halt. Ich wollte nicht da hin, ich wollte dahin. Da ist alles weg. Hier ist noch einer. In der Stadt ist auch einer. Oh Gott. Wie soll man da hinkommen? Von hier oben aus? Hier müssen wir anscheinend beim Fliegen Käfer sammeln. Wenn ich das richtig verstehe. Habe ich irgendwie zum Teil so das Gefühl, als hätte ich das Spiel noch nie gespielt. Obwohl ich das schon echt oft gespielt habe früher. An die Hilfe kann ich mich echt nicht mehr erinnern. Ah, okay. So, da. Huch. Aha. Soll das uns jetzt irgendwas Wichtiges sagen? Hey. Ob Prinz Rales hier vorbeigekommen ist? Ja. Also, dies ist die einzige Wasserstraße, die nach Schloss Hyrule führt. Komm, gehen wir ihn suchen. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie wir ins Schloss kommen. So weit, so gut. Allerdings haben wir hier auch noch jedenfalls einen Käfer. Ich muss erstmal gerade Orientierung von unten. Stein da oben würde ich auch gerne mitnehmen. Ach ja, jetzt wird die Brücke repariert, ne? Macht ja voll Sinn. Okay, dann heulen wir eine Runde. Getippt. Es kann auch sein, dass das Requiem der Geister ist. Ich verwechsel das irgendwie immer. Du sollst eine der okkulten Künste kennenlernen. Mit dem Schwert in der Hand sollst du nach mir suchen. Auf Wiedersehen, Link. Okay. Ja, da gehen wir irgendwann mal vorbei. So, aber jetzt haben wir hier immer noch den einen Käfer. Irgendwo. Ich glaube, für den Käfer. Huch. Also ganz repariert ist die Brücke nicht. Mussten wir mit ihr nochmal reden. Ja, genau. War mir doch so. Was ist denn das? Ein Insekt? Wie widerlich. Das ist ja riesig. Auf dem Land findet man wirklich die schrecklichsten Dinge. Das ist tot. Mach dir mal keine Sorgen. Okay, nochmal die Karte. Erst Schloss oder erst den Weg? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube halt hier können wir, die können wir nur machen, wenn wir von unten nach oben fliegen, sag ich mal. Deswegen wäre es wohl, glaube ich, ganz sinnig, wenn wir ins Schloss gehen. Und jetzt bin ich so stolz, dass ich schon wieder vergessen habe, wo wir lang müssen dafür. Nach da. Also nach Orientierung. Nee, komm mal lieber hoch, mein kleiner Link. Da hinten. Okay. Alter, was ist das für eine Brücke? Wie hält die überhaupt? Ach, die ist hier nur so vorgeschoben. Okay. Naja, ob das so das Stabilste ist, weiß ich ja nicht.
Hier sollten wir lang, ne? Müsste, glaube ich, richtig sein. Ist ein Stein. Okay. Ich mache noch mal kurz die Karte auf. Hier müssen wir wirklich nur noch ins Schloss, ne? Okay. Das heißt, von hier aus müssen wir nach unten links. Ist da jetzt noch ein Käfer? Nee. Das sah auch noch komisch aus. Okay, nach unten links. Nach unten links. Das dürfte dann auf jeden Fall auf der anderen Seite sein. Boah, wenn man Kopfhörer auf hat, dann tun einem diese Geräusche von diesen Viechern richtig in den Ohren weh. Boah, das ist richtig eklig. Weil diese Geräusche die ganze Zeit rechts und links sich abwechseln, sag ich mal. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Als wenn der Sound halt die ganze Zeit von einem Ort zum anderen springen würde. Boah. Bleibst du mir gleich kalte Drücke runter, ganz ehrlich. Boah. Nee, brauche ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich habe einen Käfer gehört, aber den können wir ja eh nicht aufsammeln. Oh, wer sitzt denn da? Hallo, mein Freund. Ja, leider können wir noch nicht zu dir. Schade, schade. Ach nö. Schon wieder. Kaputt. Du kommst hier zu dem. Hallo, ihr zwei. Lernt euch mal bitte kennen. Ihr passt super zusammen. Gebt ein wunderschönes Paar. Ups. Da habe ich euch aus Versehen getötet. So. Jetzt aber in Richtung Schloss. Ich kann mich gar nicht erinnern, was da irgendwo ein Käfer war. Oder es fällt mir gleich der Schuppen von den Augen. Das kann natürlich auch sein. Da unten. Wir werden sehen, wo es ist. Moment, hier ist noch ein Weg. Das sehe ich gerade. Okay. Oder dass es einfach nur, dass hier ein Eingang ist. Ich weiß es nicht. Also, dass es nur einfach ein Eingang ist. Hier gibt es sowieso, glaube ich, relativ viele Gebäude, wo man rein kann. Müssen wir hier lang? Ne, einen weiter noch. Einen weiter. Ach, hier, okay. Ja, den Käfer kann ich mich ernsthaft gar nicht erinnern. Okay, jetzt fehlen noch vier. Die sind dann 1, 2, 3. Okay. Sehr merkwürdig. Ein Käfer fehlt. Ach nee, Quatsch. Da wollte ich, wollte hier hin. Ich glaube, da müssen wir dich nochmal mit dem blöden Vogel fliehen. Mach einfach nochmal. Ist auch egal. Es ging ja eigentlich. Es war ja gar nicht so schlimm. Muss nur das Gras wiederfinden. Ich weiß nicht, war das hier oben irgendwo das Gras? Nee, anscheinend nicht. Wo war denn das? Ach, da war das. Ist es das?
hoffe, wir müssen es wirklich machen. Ich weiß es nicht. Wir werden es gleich sehen. Ich hoffe, ansonsten können wir es einfach abbrechen. Der Blumenkohlkopf. Bin ich mal gespannt. Tatsache. Oh Gott. Ich kann hier was sehen, will ich auch noch durchfliegen. Okay. Ja gut. Oh Gott. Das kann ja was werden. Bin ich gerade doch etwas glücklich, dass sie aus 16 12 Käfer gemacht haben. Ich muss hier unten auf der Zocker. Nein! Okay, oh scheiße. Okay, der fliegt weiter. Ist gut. Okay. Hier durch den Wasserfall durchfliegen. Ja. Autsch. Autschi. Ich weiß nicht, ob es so gut ist, aber da zigmal durchfliegen. Auf jeden Fall haben wir hier alle Käfer. Das ist der Rest ist egal. Ich glaube, wenn wir jetzt runterfallen würden, sage ich mal, hätten wir trotzdem noch alle. Schon wieder. Oh gut. Okay. Kann ich mitleben. Tschüss, Blumenkohlkopf. Nanu? Seltsam. Da fehlt aber noch ein Tropfen. Wo ist denn der letzte Strahlentau? Was? Da ist er. Was ist das? Das verstehe ich nicht. Der war vorhin auf jeden Fall noch nicht da. Hä? Was ist denn da los? Moment. Moment, Moment, Moment. Da warten wir uns jetzt direkt mal hin. Was? Das sah irgendwie groß aus. Okay. Halt, nee, hier rum müssen wir. Wow, ein super Wetter noch dazu. Geil. Das kann ja was werden. Autsch.
Also das ist gut, ja. Ich weiß nicht, ob es so gewollt war, aber es hat geklappt. Bitte löst dich auf, danke.